Was geht ab, YouTube? Euer Ace hier und heute mit einem neuen Video. Diesen Content hat sich der Weson aus dem Twitch-Chat gewünscht. Und zwar Wundertausch-Battles, also Zaubertausch-Battles. Für die, wo nicht wissen, was ein Zaubertausch ist, du tauschst Pokémons mit irgendwelchen Randoms auf der Welt und bekommst dafür dann ein anderes Pokémon. Und wir wollen dann aus diesen sechs Pokémons, die wir uns hertauschen, ein Team bauen und dann gegen irgendjemand online kämpfen und gucken, wie wir uns schlagen. Genau, dann sehen wir uns gleich, wenn wir dann in den Zaubertausch drin sind. Also, um zu zeigen, wie das geht, wir haben hier einen Krokel. Also, wir haben sehr viele Krokel, weil wir haben Shiny Skillo-Krokels gemacht. Und wir tauschen jetzt sechs davon einfach weg. Beziehungsweise, wir tauschen das Tampion, das war neun. Also, das war ein Testtausch. Und das machen wir jetzt erstmal so und gucken dann, was das erste Pokémon sein wird. Ein Pokémon erhalten. Und unser erstes Teammitglied wird sein ein. Meistens werden es Zuchtreste sein von irgendwelchen Leuten. Es ist von einem Japaner. Und es geht zurück zu dem Japaner. Oh, lass mich nicht im Stich. Toxel, also Riffex. Elektrogift. Elektrogift ist krass. Also wir haben eine krasse Kombi. Wir haben eine sehr krasse Kombi. Warum schaue ich eigentlich nicht nach dem Gift-Pokémon? So, also unser erstes Teammitglied ist ein Reflex. Dann das zweite. Mal schauen. Wir gucken mal, was die Nummer 2 ist. Also er kriegt wieder einen Krokel. Es geht wieder zu dem Japaner. Digga, wenn wir jetzt einen Shiny bekommen oder so, das wäre krass. Ein Botogel. Oh, shit. Ich glaube schon, dass wir damit was anfangen können. Also wir haben Riffex und Botogel. Level 45, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, an den Werten werde ich absolut nichts ändern. Ich werde die so nehmen, wie sie sind und fertig. Dann geht's rein in die Nummer 3. So, nächstes gefunden. Nummer 3. Wir schauen mal. Ich krieg nur japanische Pokémons. Also das Botogel war gerade auf Englisch zwar, aber irgendwie krieg ich nur japanische. Mal schauen, was jetzt kommt. Oh, Baby, Toxicroak. Toxicroak. Hoffentlich hat es Giftgriff. Wenn es Giftgriff hat. Das ist Deutsch, Digga. Ich habe ein deutsches Toxicroak bekommen. Boah, ich glaube, ich nehme es so mit. Danke an den Nico, der mir das getauscht hat. So, noch drei Pokémons und dann geht's los mit Team bauen. Es ist so lange. Es ist so lange immer diese Wartezeit, Diggi. Lucas Lemes. Oh, hört sich Spanisch an. Hört mir das sehr nach Spanisch an. Wir schauen gleich. Glurak! Ja, Junge! Ja! Ja, Junge! Krass! Sei ein Zuchtrest! Sei ein Zuchtrest und ich schwöre, das Paradies liegt dir zu Füßen. Es ist ein Zuchtrest. Es ist kein Zuchtrest. Also, wir haben Glurak, wir haben Toxicroak, wir haben Botoge und wir haben Riffex. Wir haben zwei Gift-Pokémons, aber ist egal. Wir können Terra kristallisieren Kampf, Terra kristallisieren Gift. Terra kristallisieren Psycho. Das ist ganz gut. Und Terra kristallisieren Feuer. Wenn wir jetzt noch ein Wasser-Pokémon bekommen würden, wäre es mega gut. Also, Nummer 5. Also, nachdem wir einen Glumanda bekommen haben, kann es nicht besser sein, muss ich ehrlich sagen. Patrick oder Patrick, keine Ahnung. Patrick Star kommt jetzt. Patrick Star, lass mich nicht im Stich. Hundemon. Okay, wir haben auch Double Feuer jetzt. Also, wir haben Unlicht. KKD,
Ja, alles klar, Digga. Wir kommen zum letzten. Wir kommen zum letzten der 50 Pokémons und das ist ganz okay tatsächlich, das Team. Wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Gebe mir einfach etwas Gutes. Kroke geht auch zu dem Japaner, Koreaner, ich bin mir nicht sicher. Oh, bitte, 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 bitte. Voltilam Ampharos. Wir haben zwei Elektro-Types. Okay. Oh, das wird schwierig. Egal, wir kriegen das hin. Wir haben eine dicke, dicke Bodenschwäche. Das heißt, wir müssen. Ah, warte, wir haben Botogel, sehe ich. Okay, wir müssen auf jeden Fall bei dem Team jetzt aufpassen, dass wir dazu nicht verleitet werden, eine Bodenschwäche zu hart zu kassieren. Deswegen, wir sehen uns dann, wenn das Team fertig ist. Und ja. So, das Team ist fertig. Wir gehen in Einzelkampf mit dem Team, würde ich jetzt sagen, ganz normal. Wir haben jetzt die Pokémons nur entwickelt, haben Attacken drauf gemacht, aber EVs und DVs haben wir nichts angefasst. Das bedeutet, wir gehen komplett noobig rein. Ah, oh, okay, wir werden sowas dann aufs Maul bekommen. Aber wir schauen. Straight rein, wir wünschen dem Gegner viel Spaß. Wir wünschen uns selber viel Spaß, ob wir aufs Maul bekommen. Ey, oh, Digga. Was ist das denn? Wisst ihr was? Wir probieren's. Ich sag euch ehrlich, wir probieren's einfach. Wir gehen da rein mit Botogel. Wir haben hier auf jeden Fall Drachenschwäche. Wir haben Drachen-Pokémon. Mit Botogel können wir den knocken. Wir haben Bao, Chao, Bing, Bong, Bing. Können wir mit Toxicroak knocken. Können wir auch mit Glurak knocken. Gengar können wir mit Walcha, Hundemon knocken. Mimikma können wir mit Toxicroak oder Reflex knocken und Felinara auch mit dem. Also wir haben eine Chance. Nur das Britz-Klack-Dingsbums da ist auf jeden Fall nicht das. Also Miraidon ist nicht das Pokémon, was ich jetzt sehen wollte unbedingt. Aber ich denke mal, er hat keine EVs verteilt. Oh, sei ein Amateur. Sei ein Amateur, bitte. Felinara Lied. Wir liegen mit Delbeard. Delibird. Bird, Bird, Birdie Bird. Ne, wir gehen raus. Wir gehen straight raus. Mal schauen, was Felinara uns schenkt jetzt. Mondgewalt dürfte. Oh, geht, geht. Sludge kommt. Boah, ich will noch nicht. Oh mein Gott, ich wusste das nicht. Egal. Wir gehen auf Toxin. Oh, wir brauchen Dinger. Wir brauchen unser Toxic-Quack. Ist okay. Free Switch. Was auch immer du drauf hattest, es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Toxicroak kommt mit dem ersten Kill. GG! Ey, das wäre doch auch ein Pokémon, wo ich ins Team nehmen könnte, Digga. Ich bin so dumm. Glibunkel ist Hammer. Beziehungsweise Toxicroak ist crazy, Digga. Ich mag den. Ich hab den auch als Karte mal gehabt. Ich weiß aber nicht wo. Okay. Unheilsschwert. Von mir aus. Das ist. Unlicht, Feuer, Eis. Wir gehen auf Glurak.
Niemals. Wollte gerade sagen, Digga, chill mal ein bisschen. Er wollte einfach eine K.O.-Attacke einsetzen. Er wollte noch mal eine K.O. Digga, warum auch immer. Absolut keinen Sinn. Fokus kurz. Digga, was soll man machen? Dreimal gedrückt, dreimal nicht getroffen, Bro. Ey, bis jetzt sieht das Match ganz gut aus für uns. Also dafür, dass ich dachte, dass wir echt auf die Gosch bekommen, sieht es ganz gut aus. Also der Zaubertausch macht Spaß bis jetzt. Aber was will ich sagen, mit Glurak komme ich da auch voran, muss ich ehrlich sagen. Glurak ist da auch mein Pokémon, meine Spezialität. Egal in welchem Spiel, Pokémon Tekken, Pokémon Schwert und Schild, egal in welchem Spiel, ich habe immer Glurak gehabt. Oh mein Gott. Paldea Champ. Also er ist schon Paldea Champ. Der soll mir richtig, richtig abnormal nerven. Ich zeig euch wie. Ich weiß, dass seine Attacke nämlich Typ Drache sein wird, aber wir gehen jetzt einfach auf die Terra-Kristallisierung. Genau wie er, jawohl! Bitte, sei Terra-Typ! Nein, er ist Terra-Typ Elektro, nein! Haben wir dagegen irgendwas? Ich glaube nicht. Aber das ist schon mal gut. Wir haben mit Glurak auf jeden Fall. Dürfte uns nicht killen. Okay, es hat uns gekillt. Es hat uns gekillt. Also jetzt wird es schwierig, tatsächlich. Jetzt wird es sehr schwierig. Wir müssen mit Ampharos rein. Wir müssen mit Ampharos mal rein. Also ich finde dafür, dass wir schon zwei Pokémons gekillt haben. Das ist eigentlich sehr gut. Blitz zu ergehen, eigentlich ist es entweder es ist gewaltbandet. Aber I don't know. Ja, wird nix. Wird nix. Francie verlieren das Match zu 100%. Also ich gebe jetzt nicht auf. Ich bin kein Mensch, der sagt, okay, ich gebe jetzt auf. Aber ich denke mal, dadurch, dass er jetzt Miraidon dabei hat, ist er definitiv im Vorteil. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir drücken mit Toxic Quark. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir drücken würden mit einem. Digga, ja. Ich habe doch noch nicht. Ich habe noch einen Hoffnungsschimmer. So einen kleinen Hoffnungsschimmer habe ich noch. Okay, mein Hoffnungsschimmer ist auf jeden Fall tot. Oh, bitte überlebe einfach. Bitte überlebe einfach. Ja, Digga, er tut uns jetzt komplett aussweepen mit seinem. Miraidon. Der ist gescufft. Er ist hundertprozentig gescufft. Wie oft kann man Blitztour einsetzen? Wie oft kann er Blitztour einsetzen? Ich glaube fünfmal. Und das Elektrofeld ist verschwunden. Also sein Elektrofeld quatscht, da ist jetzt auch weg. Ja, egal. GG, wir haben zwei Pokémons gekillt, was ich zum Beispiel gar nicht erwartet hätte.
und wir verlieren gegen einen Scuffed Miraidon, was okay ist, finde ich. Ja, wir verlieren gegen einen Scuffed Miraidon. Was soll ich sagen? Es hat Spaß gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir wollen dieses Jahr, beziehungsweise jetzt die kommenden Monate, die 250 Abonnenten erreichen. Dieses Jahr wird erst im neuen Jahr auftauchen. Deswegen, nein, nicht im neuen Jahr, das stimmt nicht, sorry, falsch gesagt. Deswegen, folgt mir auf Twitch, wie immer wird es irgendwo hier im Bild aufploppen. Folgt mir auf Instagram, um nichts zu verpassen. Und dann verabschiede ich mich. Ich bin raus, euer Ace. Peace.